Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und Update 3.8.4 ist nun online für das globale Dokkan Battle. Eigentlich gibt es zum Update selbst nicht so viel zu sagen. Dennoch gibt es hier die kompakten News zum Update selbst. Nämlich das Wichtigste aus dem Update heraus, was da hervorgekommen sind, sind die Release-Uhrzeiten zu Uigoku und den anderen ganzen Charakteren. Diese sind für den 15. Mai 8.30 Uhr morgens unserer Zeit angeteasert. Schaut dazu die DBZ Space. Hier ist auch ein Bild quasi, wo ich das Ganze nachschaue. Und zwar wurden die Zeiten langsam aktualisiert, aber die aktualisierten Zeiten sehen dann so aus. Und zwar haben wir angeteasert für den 14.05. 11.30 Uhr PDT. Das wäre 10.30 Uhr PCT. Und auf PCT bomben wir üblicherweise, beziehungsweise addieren wir 10 Stunden drauf, bekommen unsere Uhrzeit. Und das ist dann der 15. Mai, 8.30 Uhr morgens unserer Zeit, wird Uigoku erscheinen mit diesen ganzen Karten, die ihr hier seht. Das Awakening zu dem Super Saiyan Blue Strength Goku, Kalifla, Kale, Kefla, Jiren kommt ohne Awakening, Uigoku mit seinem Awakening und auch mit der Transformation, Kaba, Super Saiyan 2, Egiti Gatku, Strength Gatku und die Free-to-Play-Units Kale und Kalifla an der Stelle. Freue mich auf jeden Fall. Einzig Komische, was ich hier finde, wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich in den In-Game Celebration News steht dran, dass das, also da stand ja keine Uhrzeit dran, weil ich das hier ganz schnell mal finde. Nämlich, wo haben wir das hier? Boom, hier, ein Moment, was ich meine ist, was ich komisch finde, aber ich denke, die Uhrzeiten sollten trotzdem mehr oder weniger stimmen. Nämlich, hier steht dran 15.05. Und das sind in jedem Fall PCT-Zeiten, aber die Zeiten, die jetzt hervorgehen, PCT ist ja der 14.05. 22.30 Uhr. Das finde ich ein bisschen komisch, dass hier dennoch 15.05. steht. Könnte das vielleicht heißen, dass da vielleicht eine Wartung noch reingeschoben wird, damit die Charaktere quasi nach der Wartung kommen? Na, eigentlich nicht, weil die Wartung war ja jetzt und die Informationen, die Downloads, das Data-Download, der Data-Download kam ja jetzt rein. Deswegen sollten die Uhrzeiten schon also stimmen an der Stelle. Wenn nicht, es sind ja Leaks, Bandai weiß ja, sie könnten die Uhrzeit kurzfristig, die Uhrzeiten kurzfristig ändern. Hatten wir bei Vegito und Rosé. Aber zack, bis zu den Daten wissen wir, 15.05. 8.30 Uhr morgens wird Ultra Instinct Goku erscheinen mit seinem Dokkan, mit den ganzen Story, mit den ganzen Awakenings und. Wenn nicht am selben Tag, ein paar Stunden später. Anyways, dann haben wir noch zum Update selbst, ja, die waren wirklich kurz, also 3.8.4, was kam in den Update? Neue Skills wurden hinzugefügt, diese Skills sind zum einen die Transformationsmechanik von Ultra Instinct Goku, User Interface wurde angepasst und ein paar Bugs, also es gab Bugfixes, so Standard Update Zeugs, nichts Besonderes. Das Coole oder Gute an der Stelle ist dann natürlich die Transformationsmechanik. Gewisse Events wurden hinzugefügt, zum einen hier, regarding Account Suspension, also das ist halt quasi, dass die Accounts gebannt wurden, die im War Tournament gemoddet haben, ist Standardzeug im War Tournament. War Tournament Preise sind auch online. Loggt euch ein, checkt eure War Tournament Preise aus, wenn ich reden konnte, früh am Morgen. Genau, schaut da auf jeden Fall rein. Gewisse Events sind online, Universal Saga, das von Goku, was von Rabbids etc. Und so eine kleine Information, die wir uns anschauen, schaut dazu Dokkan Reddit. Da kam ein bisschen natürlich ein Data-Download, da haben wir ein bisschen mehr herausgefischt, unter anderem die ganzen Karten, die kommen werden, aber auch die neuen Missionen, und zwar, beziehungsweise was alles kommen wird. A New 3 Saiyan Warrior Race, das Story wird zurückkehren am 21.05. Clear, oder am 22.05. bei uns in dem Fall. Und wenn man eine Stage, Stage 2, also von einem neuen Story Event cleared, was kommen wird, wo man die Kalifla und Kates etc. farmen kann, awaken kann. Wenn man das 1, 3, 7, 10 Mal und so weiter 15 Mal cleared, bekommt man einmal Strength Kalifla. Und dann zusätzlich, wenn man Stage 7 genau in der Anzahl cleared, bekommt man noch weitere eben von, sei es Kalifla, von den Medaillen. Das sind die typischen Missionen für die Story Events. Wenn man Stage 3 cleared, 1, 3, 5 Mal, bekommt man einmal Inkale. Und wenn man Stage 7, 10 Mal cleared, bekommt man 8 Kalifla Medaillen. Aber noch kleine Notiz hier dran, steht auch dran, in Global fehlen die Missionen, wo man, wenn man jede Stage, was steht hier, the mission where clearing every stage gives 3 stones, and a, wow, okay. Achso, wenn man jede Stage cleart, alle Stages von der Story Event, bekommt man 3 Stones, sowas in JP, und wenn man alle Missionen cleart, bekommt man 18 Stones, das fehlt hier in Global, beziehungsweise es fehlt in den Daten, ob das auch hinzugefügt wird. Ich hoffe es. Warum sollten diese Missionen fehlen? Das ist 1A dasselbe Story-Event, was in JP kam.
Hört auf, Globe zu schäften. Nein, aber an der Stelle, like, legit, das sind 21 Stones. Das sind 21 wichtige Stones, für die man auf Multisam sparen kann und Ultra Instinct Kuku sammeln kann. Ich hoffe, in irgendeiner Art und Weise kommt das noch oder wird hier noch herausgefischt aus den Daten. Müssen wir abwarten, wenn das rauskommt, wissen wir mehr. Auf jeden Fall waren das die kurzen Informationen des Tages. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Genießt eure Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.